Ich komme tatsächlich nicht aus einer Familie, die Sozialhilfe bezogen hat. Hey, wo kommt die Sau her? Ich komme aus einer Familie, meine Mutter war Sozialarbeiterin. Also, das heißt, ein Job, wo man gut in die Runden kommt, aber wo jetzt nicht nochmal das Extra drin ist oder sowas. Aber ich kann ehrlich gesagt wenig damit anfangen, hier Gruppen gegeneinander auszuspielen. Man muss Probleme benennen. Dass das Problem in diesem Land diejenigen sind, die auf das Bürgergeld angewiesen sind. Hey, ab sofort ist dein Name Colli. Verstehe ich nicht. Kurzform für Brokkoli. Ich hasse Brokkoli. Denn am Ende hat derjenige, der im Niedriglohnsektor arbeitet, der hat von einem niedrigeren Bürgergeld überhaupt gar nichts. Der hat was davon, dass wir zum Beispiel endlich ein Bundestariftreuegesetz auf den Weg bringen, wo klar ist, wenn der Staat als Auftragsträger aufträgt, dann wird nach Zukunft nach Tarif bezahlt. Der blanke Hohn. Also kein staatliches Geld mehr für Lohndumping, das hilft Menschen im Niedriglohnsektor nicht. Wenn Sie einen Arbeitgeber finden, der für gewisse Niedriglohntätigkeiten dann 14, 15 Euro bezahlt, wie Sie sich das wünschen. Hör mal, diese Frau reagiert nicht auf zarte Hinweise. Den werden Sie nicht finden. Stellen Sie doch Personen ein und bezahlen die auf diesem Niveau, wenn die vielleicht schlechte Ausbildung haben. Oder eben Leute einstellen und jetzt dann nach sind wir mitten in der sozialpolitischen Keine Angst, unsere Mitarbeiter sind besser bezahlt. Ja, weil die vom Staat bezahlt werden bei Ihnen, aber nicht von Ihnen. Wirtschaftet werden müssen. Der Schuss ging los und gut gezielt.